Wie zum Beispiel dieses wunderschöne Hähnchen hier. Das ganze Fleisch mussten wir sowieso aussortieren, weil da viel zu viel Dioxin drin ist. Aber es wäre doch echt schade, das einfach so wegzuwerfen, oder? Mein Name ist Christian Friedrich und ich bin von der Firma Harlow & Keen. Und wir wollen eben dafür sorgen, dass die Fleischindustrie wieder einen etwas besseren Ruf bekommt. Und deswegen mussten wir ja einiges an Fleisch aussondern wegen Dioxin und das verschenken wir halt heute. Na super, super, dann nehme ich eins. Dankeschön. Ja, ich denke mal, das bisschen Dioxin, das bringt sie auch nicht um, ne? Nee, dann dürfen wir gar nichts mehr essen. Genau. Dann dürfen wir nirgendwo hinfahren, dann darf ich keinen Kuchen mehr essen, da sind Eier drin, dann dürfen wir nichts. Sie auch nicht mehr, ne? Dann darf ich gar nichts mehr. Wir haben das natürlich direkt aus dem Handel rausgenommen und jetzt verschenken wir das, damit sie wieder das Vertrauen zurückgewinnen in die Fleischindustrie. Packen Sie aber gleich rein hier. Und wenn Sie wollen, ja, hier, bitte. Und wenn Sie wollen, trinken wir jetzt noch eine Kleinigkeit hier zusammen auf das alte Vertrauen, ne? Auf das verseuchte Zeug. Ja, genau. So ist es. Geschenken Gaul guckt man nicht ins Maul und geschenken Barsch nicht in die Kiemen. Ne? Sie vertrauen mir doch, oder? Ja, eigentlich. Oder vertrauen Sie irgendeinem so langhaarigen Öko, der die ganze Zeit demonstriert gegen Landwirtschaft? Nein. Das bedeutet, Sie unterschreiben hier einmal und sind dann automatisch gegen die nächsten 10 Großprojekte. Und das Beste ist, wir verlosen unter allen, die unterschreiben, noch Sturmhauben und Pflastersteine. Da können Sie der Politik mal ein richtig konstruktives Feedback geben. Sie wissen ja, Demokratie lebt vom Mitmachen. Gegen Studiengebühren, gegen Atomkraft und auch gegen die Homo-Ehe seid ihr auch. Auf jeden Fall gegen die Homo-Ehe. Oder seid ihr dafür? Also ich will ja jetzt nicht reinreden in deinen... Also niemals. Du willst verboten werden wieder. Das gibt's ja gar nicht sowas. Nee. Aber jeder kann leben, wie er will. Das bedeutet, wir sind gegen Kunst in der Öffentlichkeit. Wir sind gegen Stuttgart 21, weil die Politik nämlich die Bodenhaftung verloren hat. Ich will noch vieles erreichen, ich wäre gerne König von allem, vom Universum und Weltall. Ich fühle mich manchmal cool, aber manchmal auch wie der letzte Wurm, der nichts drauf hat. Sag mal, meinst du die? Ja, genau, die. Ja, ich hab sie hier. Auch so? Kannst du Desimo, du hast doch magische Fähigkeiten, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Vielleicht nicht ganz, aber ich kann versuchen, sie dir rüber zu beamen. Hör mal auf, wir beamen. Was macht er denn jetzt? Die Karten zu dir. Zack! Und schon sind sie da. Ja, da habe ich sie. Wie das los? Die erste Eintrittskarte bekommt jetzt unser junges Nachwuchstalent, unser Judo-Küken, Lukas Rollwage. Ups. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist eingeladen. Dass man sagt, wir sind per Du jetzt aus bestimmten Gründen, dann ist das eigentlich geregelt und ich kann das ertragen, wenn das dann läuft. Aber wenn eine mir vollkommen unbekannte Person mich plötzlich duzen würde, dann würde ich mich unwohl fühlen. Weißt du vielleicht, wo hier die nächste Apotheke ist? Ja, geh's. Oder hier. Hey du, weißt du vielleicht, wie viel Uhr es ist? Ja. 11:15. So ein netter junger Mann und ich habe mich dem gleichgestellt. Habe ich nicht schlimm gefunden. Stattdessen verlegen wir Stadt und Landkreis komplett nach Indien. Und seitdem nutzen die Hildesheimer begeistert den öffentlichen Personennahverkehr. Klar, dass da jeder ein Plätzchen im Zug haben will. Und natürlich freut sich auch die Hildesheimer Allgemeine Zeitung über 1,2 Milliarden neue Leser. Du bist der Sportler des Jahres. Oh nee, der Nachwuchssportler des Jahres. Aber gut, immerhin. Ein Oberbürgermeister reicht.